Avatar, wachen Sie auf. Der Guardian ist in Britannia eingefallen und Lord British hat sie zu ihrem letzten Abend. Sie werden sich sicher nicht ohne Kleidung auf den... Um ihre Umgebung zu sehen, bewegen Sie einfach die Maus. Wenn Sie sich bewegen wollen, halten Sie die rechte Maustaste gedrückt. Sie können den Cursor auch für die Interaktion mit Objekten. Sie haben noch viel zu lernen, bevor Sie nach Britannia reisen. Gehen Sie zum Trainingsgelände nordwestlich von Ihrem Haus. Wenn Sie meinen, Sie haben alle Fertigkeiten gemeistert, können Sie sich auf die Reise begeben. Wenn Sie das Objekt verwenden wollen, drücken Sie die... Licht fällt auf die Burgenwände. Thank you.
versuchen.
Recht nur, dass mein Vater nicht mehr ist.
Willkommen. Sprecht nun das Mantra der Ehre. Sprecht nun das Mantra der Ehre. Zenovia, bringt mir noch einen Krug von diesem guten Bier und schenkt euch auch einen ein. Ihr seid heute in Stimmung. Woher... zu kommen? Lebende Schwächlinge, ihr habt den Kelch der Ehre verloren.
sprechet nun das Mantra der Ehre. Gegrüßt, Avatar. Ich bin froh, dass du hier bist. Du und dein Helfer, ihr werdet nun für die Vereitelung meiner Arbeit bestraft. Avatar, sagt meiner Tochter, dass ich sie liebe. Eurer Tochter? Wie rührend. Jetzt, wo ich mit ihm fertig bin, bist du an der Reihe, Avatar. Blackthorn, lass uns allein.
Ich möchte mich gerne unter vier Augen mit unserem Freund unterhalten. Aber my lord... Ich sagte, lass uns allein. Ja, my lord. Ist er nicht ein Wurm? Ich brauche ihn aber noch eine Weile. Dann kann ich auf ihn verzichten. Hierher, Avatar. Ich kann dir etwas beibringen. Verstehst du nicht? Du kannst mich nicht verletzen. All deine Energie, der ganze Schaden, den du an mir anrichten könntest, kommt auf dich selbst zurück. Es ist nutzlos, Avatar. Du kannst mich nicht verletzen. Du kannst nichts. Erkennst du nun, wie sinnlos es ist, mir Widerstand zu leisten? Warum strengst du dich so an, wenn du nicht siegen kannst? Niemand hat eine Chance gegen mich. Das weißt du doch jetzt sicher. Schau dir nur deine Freunde in Scarabre an. Es stimmt, dass sie die Auswirkungen meiner Säulen verhindern konnten. Aber das spielt keine Rolle. Wenn ich etwas nicht verändern kann, kann ich es zumindest zerstören. Wenn ich den Leuten in Scarabre ihre Spiritualität nicht verderben kann, kann ich ihnen ihr Leben nehmen. Überleg dir das, wenn du an deine Zukunft denkst, du Held. Dein Abenteuer ist sinnlos. Du kannst und wirst nicht siegen. Überleg es dir, Avatar. Wir werden uns wiedersehen. Das magische Wort des Lebens. Hierher gebracht, um dich zu vernichten, gelernt. Guardian. Alles, was du mir antust, schadet dir in gleichem Maße. Du und ich, wir sind eins. Wir sind miteinander verbunden. Der einzige Unterschied ist, dass du schwach bist und dir die Menschen am Herzen liegen. Ich werde siegen, weil mir die Leute gleichgültig sind. Ganz Britannia und was immer ich will, wird mein sein, um es nach meinem Wunsch zu benutzen oder zu zerstören.
Während wir uns unterhalten, werden deine Säulen gerade gereinigt. Sie werden umgewandelt, sodass sie die Tugenden nähren, anstatt sie zu verderben. Das bedeutet nichts. Deine Freunde kommen zu spät. Ihr seid alle zu spät dran. Es ist jetzt unmöglich, mich zu besiegen. Zu spät, meinst du? Die Monde sind nicht zusammengestoßen, ihre Umlaufbahnen verringern sich nicht länger. Gib's zu, Guardian. Alles, was du in Bewegung gesetzt hast, wurde rückgängig gemacht. Nein, das ist nicht möglich. Deine Freunde haben ihr Schicksal nur kurzzeitig aufgehalten. Sprechen das magische Wort des Armageddon.